war vor drei Tagen in Gelsenkirchen. Da bin ich mit einem aus meinem Team, dem Marco, rumgelaufen. Der hatte so einen Eindruck, wir sollen nach da hinten gehen. Da war so ein Mann, mit dem konnten wir beten. Der hatte eigentlich so gar nichts mit dem Glauben zu tun. Der dachte irgendwie, ja, Gott gibt's nicht oder so. Und dann haben wir aber für ihn gebetet. Und gestern waren wir wieder in Gelsenkirchen und dann kam der auf mich zu und ist mir fast um den Hals gefallen und hat so gesagt, ey, mein Leben hat sich so verändert durch dieses Gebet. Ich habe dieses Heftchen, was du mir gegeben hast, dreimal in der Nacht durchgelesen und ich habe gebetet, dass Gott diese Trennung zwischen Gott und Mensch, die Sünde, ich hab sie bereut und habe ihm das gesagt. Und dann gleich am nächsten Tag hat er erlebt, wie auch sich ganz, ganz konkrete Sachen verändert haben. Er wollte ausziehen, weil er Hartz-IV-Empfänger war und in Gelsenkirchen nur schlecht Jobs kriegt, wollte nach Hagen und dann, er wollte da eigentlich irgendwie umziehen, aber die Ämter haben Stress gemacht und dann bekommt er am nächsten Tag von seiner Suchthilfe da, dass seine Wohnung aufgelöst wird, dass das alles die Suchtberatung macht, dass er Entgiftung gehen kann und danach ja umziehen kann. Und dann hat er gesagt, das ist so Wahnsinn, dass das alles jetzt auch so gut geklappt hat. Und da muss was dran sein. Er war so begeistert davon, dass er auch gesagt hat, ja, dieses Heftchen, das müssen noch mehr lesen. Er hat es genommen, hat es kopiert, dieses Heftchen, begeistert vom Leben und hat es irgendwo anders nochmal ausgelegt. Und wir haben nochmal zusammen dann auch dieses Übergabegebet im Heft dann gesprochen und er hat schon jetzt verstanden, was viele Christen noch gar nicht verstanden hat. Er hat dieses Heftchen weitergegeben und davon erzählt, was Gebet bewirkt, auch anderen, die haben gesagt, hast du zu viel gesoffen oder was? Aber er sagt, nein, Gebet hilft wirklich heutzutage und er hat verstanden, um was es geht. Hallo, ich bin die Rebecca. Ich möchte gerne erzählen, was ich gestern in Gelsenkirchen erlebt habe. Es war total cool. Ich habe jemanden angesprochen, der kam aus Spanien. Und dann habe ich all mein Spanisch zusammengenommen und habe ihm dann von Jesus erzählt, wie man Jesus erleben kann. Und da habe ich gemerkt, er hat was verstanden und er will auch, aber er braucht noch mehr Infos. Und ich merkte, mein Spanisch reicht nicht aus. Und dann habe ich ihm was zu lesen gegeben und dachte, nein, eigentlich schade. Dann bin ich zum Nächsten gegangen und dann hat der Mann gesagt, ja, ich komme nicht von hier und außerdem, ich bin Pastor. Und dann sagte ich, ja, von wo denn? Ja, aus Spanien. Und dann habe ich gesagt, oh, das passt ja prima. Da vorne steht jemand, der kommt aus Spanien. Und dann haben die beiden miteinander geredet und dann habe ich richtig gesehen, dass es kein Zufall ist, sondern dass Gott die beiden zusammengeführt haben. Das Coole war, dass der erste Mann aus Marokko kam und wohnte in der Stadt, wo der Pastor auch wohnt. Da habe ich gedacht, danke Jesus. Ja, also ich fand das total toll, ein Erlebnis. Das war in Gelsenkirchen, war ich mit einem Mädel unterwegs und habe praktisch die erste Person zu Jesus geführt. Und das ist mir vorher auch noch nicht passiert auf der Straße. Das Mädel war einfach so offen. War etwa in meinem Alter und hat gesagt, dass sie Muslimin ist. Und wir haben ihr einfach von Jesus erzählt, was Jesus für uns bedeutet, dass er uns wirklich das Leben schenkt und dass wir denken, dass bei ihm Sinn ist, was wir erlebt haben. Und die hat uns einfach offen zugehört und so und hat überhaupt kaum Einwände so gehabt. Und ich habe dann erzählt, wie Jesus mir geholfen hat, zum Beispiel in der Beziehung zu meinen Eltern. Und sie hat dann gesagt, dass sie auch Probleme hat für ihre Eltern, mit ihren Eltern. Und wir haben dann einfach sie gesegnet und für sie gebetet und sie fand das total gut und war berührt und dann spielte auch die Band im Hintergrund die ganze Zeit und wir haben sie dann einfach gefragt, als wir eine Weile noch davon erzählt hatten, ob sie ihr Leben Jesus geben will und sie hat dann gesagt, ja klar und hat uns dann das Heft so aus der Hand genommen und hat dann das Bekehrungsgebet gleich selber durchgesprochen, ohne dass wir dann noch groß irgendwas gemacht hatten und man hat einfach auch die Freude in ihrem Gesicht gemerkt und dass wirklich was bei ihr passiert war und haben dann noch Kontakt ausgetauscht und ich fand es total toll, einfach das zu erleben, dass sich einfach jemand so bekehrt und Gott es dafür gebraucht hat. Ja, hallo, ich bin Martin, ich bin 24 Jahre alt und ich habe schon auf mehreren Missionseinsätzen mitgemacht und auch schon Leuten von Jesus erzählt, aber ich habe halt noch nie jemanden wirklich zu Jesus geführt. So, und bei diesem Missionsansatz war es eigentlich auch so, bei diesem Summer to Go und ja, nach dem dritten Tag war es eigentlich so, dass ich so einen Wunsch hatte, ja, ich muss jetzt mal jemanden zu Jesus führen. So, und wir haben im Team am Abend voll für gebetet, dass am nächsten Tag irgendwie was passiert, dass wirklich Leute bekehrt werden auch und dass Gott wirklich durch mich wirkt. Und wir sind dann losgegangen nach Gelsenkirchen und wirklich so die erste Gruppe, die wir angesprochen haben, da war ein Jugendlicher bei, der war echt total offen und der hat auch so Fragen gehabt über das Leben, was passiert nach dem Tod. Und zwar ist vor so 3 Jahren seine Oma gestorben und da ist er ins Fragen gekommen. Und ja, ich habe ihn aus meinem Leben erzählt, ich habe Zeugnis gegeben von einem Gott, der echt
Interesse an Menschen hat und der Menschen liebt und der auch ja, Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht. Und wir haben gebetet, er hat sein Leben Jesus gegeben und danach habe ich ihn gefragt, ob er weiß, was das für eine Auswirkung hat. Und er sagt so, ja, das war die beste Entscheidung. Und ich so, ja, das stimmt. Gott ist gut. Cool.